Das Detournement, die Zweckentfremdung von Vorgefundenen, damit sozusagen als künstlerisches Wiederaneignungsprinzip. Nicht verwunderlich, dass dieses Detournement in der Netzkunst eine ganz große Renaissance erlebt hat. Die Medientheoretikerin und Ausstellungsmacherin Inge Arns spricht sogar von einem Detournement sozialer Technologie, einer Wiederaneignung des Mediums Internet durch künstlerische Zweckentfremdung. Und ein solches Detournement, eine solch grandiose Zweckentfremdung erleben wir bei Marc Lees Anflug, den Sie hier gerade sehen. Diese Arbeit nutzt Google Earth zu einem synchronen Anflug auf die Bibliothek aus 16 Richtungen, bezogen auf die Ausrichtung der 16 Bildschirme der Galerie D, also das sozusagen Himmelsrichtung ausgerichtet. Die Stuttgarter Stadtbibliothek wird also hier quasi zum Mittelpunkt der Welt, zu der, wie sprichwörtlich nach Rom, nun alle Wege führen. Natürlich klingt bei dieser Arbeit, und das verdoppelt das Detournement, auch Duchamps Readymade an, in dem Marc Lee einfach ein vorgefundenes Konzernprodukt zur Kunst umwidmet. Und der Bezug zu Duchamp lässt sich noch weiter treiben. Duchamp, wird Duchamps Position in einer Legende, wie und warum er das Kunstmachen 1912 aufgegeben habe. Marcel Duchamp, so die Geschichte, hätte sich 1912 schweigend eine Flugzeugausstellung angeschaut, um dann am Ende zu sagen, die Kunst ist am Ende. Wer kann etwas Besseres machen als diese Propeller? Um von da an nur noch Schach zu spielen. So die Legende. Marc Lee verhält sich hier zupackender und lässt sich nicht von technischen Geräten ins Boxhorn jagen. Nein, er geht beherzt auf den Propeller zu, wirft ihn an, steigt in das Flugzeug ein und zwingt ihm seine Richtung auf. Ein Anflug direkt auf den Ort seiner Ausstellung